Hello. I'm the doctor. Servus, grüß euch und hallo und herzlich willkommen zu The Last of Us 2 und herzlich willkommen zu dieser sehr spannenden Situation. Wir sind in der TV-Station und ja, ihr seht es, wir finden sehr, sehr viel Zeug und das ist immer so eine Geschichte in einem Videospiel. Wo man eigentlich davon ausgehen kann, dass es jetzt gleich rund geht. Shit. Noch eine Leiche da oben. Das gefällt mir nicht. Wo? Wir sind ungeschützt. Wir müssen alles durchsuchen. Ich will Lea finden. Nur, sei vorsichtig. Sei hier vorsichtig. Oh, Pferd da. Hier kommen wir raus. Wieder Pfeile. Jimmy Miller. Die hat einen Bären dabei. Das ist cool. Du das? Ja, was ist das? Das ist sie. Lea. Sicher? Ja. Das Universum war wirklich gegen sie. Hm? Sie hat nichts dabei. Sechs, hier ist zwei, bitte melden. Sechs, bestätigen. Over. Dina. Hm? Das sind sie alle. Nein, warte. Das ist bei Jackson. Schau mal, wie beschissen sie lächeln. Das ist sie. Die hat ihn umgebracht. Erledigt, ja? Reihe erledigt. Sechs, hier ist zwei, bitte melden. Begleitet Einheit India zum TV-Sender. Wiederhole, begleitet Scheiße. Einheit India. Ja, Over. Wir sollten hier weg. Naja, sie ist tot. Wie geht's dir? Ich ärgere mich, wenn ich mit dir reden kann. Ja.
Sie hat Joel nichts getan. Es wäre falsch gewesen, sie zum Reden zu zwingen. Es ist nicht die, die wo Joel getötet hat. Das hätten wir doch gewonnen. Egal, ob sie die Keule gehalten hat. Verstehe. Willst du dich irgendwo verkriechen? Leas Zeug durchgehen? Oh ja. Gehen wir weiter in die Stadt. Wir könnten ein sicheres Gebäude suchen. Das habe ich schon mal gehört, dass man irgendwo was zum Ausrasten oder was suchen. Danach ging es vollkommen ab. Das Spiel will mich immer verarschen. Ich sage euch jetzt was. Wir gehen jetzt den gleichen Weg wieder zurück. Und da wird jetzt dann gefightet ohne Ende. Ich hol sie runter. Wir sichern zuerst das Gebäude. Ich lasse sie nicht da hängen. Was bringt es, sie jetzt da runter zu holen? Los! Psst, wo kommt die hoch? Oder kommen die überhaupt hoch? Also, oh ja, das ist schon die erste. Oder der erste. Das sind zweites hintereinander. Heißt da drüben? Okay, hier unten haben wir auf jeden Fall noch zwei. Der andere, ach, da vorne ist der andere Typ. Oh, hoffentlich schaut ihre Leiche. Ja, du bist... Das sind sie! Ich glaube, das kam von da hinten! Und nur wegen... Da hinten! Erledige sie! Oh, shit!
da wollte mir auch noch eine. Ich wollte jetzt das einigermaßen stilzi machen. Ja, jetzt stellt sie sich wieder dahin. Okay, der war blind und blöd. Gut, jetzt haben wir mal zwei weg. Zumindest so, wie ich es mir jetzt ein bisschen vorgestellt hätte. Waren es schon mit drei weniger. Flint, unten. Noch zwei da unten. Bei uns hier oben noch jemand, das ist so die Frage. Die Frage ist, können wir uns jetzt da einfach rausschleichen? Ach, da ist auch noch einer. Deine. Schwierig, 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 schwierig. Leute, schwierig, 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 schwierig. Wenn ich da jetzt auch was hinschmeiß, dann kommen alle, gefühlt alle drei. Hier nach hinten geht. Was? Ich habe was gehört. Ich schau mal nach. Der jetzt der letzte, das ist so die Frage.
Hier drin! Nein, war es nicht. Okay, jetzt können wir noch die Pistolen einsammeln, die wo oben rumliegen. Hier lang. Lauf, komm. Ja, scheiß drauf. Da. 10 Schuss sollten schon erreichen. Sitzen? Ich weiß es nicht, wo sie hin ist. Da sind sie, wir Fuck! Haben sie! Ellie! Durch das Fenster hier! Bekommen wir es wieder mit Infizierten zu tun. Wo geht's denn weiter? Hier? 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 Also hier nicht. Also dann bitte raus hier. Ah, hier können wir durchkriechen. Ah, oh, wie schön. So was stelle ich mir immer vor. Dass wir hier in so Matschdreck. Verfolgt von bösen Menschen. Verseuchtes Gebiet. Da geht's durch. Ich dachte, sie hätten uns. Ich weiß. Ich höre schon was knurren. Ich wusste es. Oh, Scheiß. Haben sie auch umgebracht? Nein. Oh, fuck. Ha, als wenn ich den Kicker hier irgendwie reinlocken könnte. Dein Kicker. Da drüben.
shit. Hier könnte man jetzt mal die blöde Bombe benutzen, aber ich weiß nicht, ob dann der Klicker. Müssten ein paar irgendwo beieinander stehen. Ach, das probieren wir jetzt mal aus, komm. Es waren ein paar Fehlklicker. Der erste Plan war gar nicht so schlecht, aber irgendwie ist das Ganze dann aus dem Ruder gelaufen. Oh, scheiße. Aber geil ist es trotzdem. Aber das testen wir jetzt nochmal. Einfach weil es so viel Spaß gemacht hat. Kommen die zwei da einigermaßen? Die Frage ist jetzt, wo müssen wir hin, dass wir hier rauskommen? Oh, fress ihn! Müssen wir es doch anders machen. Da sind bestimmt auch Klicker drin. Und solange ich die Klicker nicht hören. Das ist auf jeden Fall ein Runner. Ne, es war auch ein Klicker. Ich müsste wissen, wo ich herauskomme, dann wäre das Ganze ein bisschen leichter. Sind die reingekommen? So, muss noch mal testen, weil es sind wirklich viele hier. Ich
Dina? Sagen, sie haben cool okay. Gelöst. Ja, danke. Baby, ich bin so müde. Lass uns hier verschwinden. Ich komme mal raus, aber ich schaue mal noch ganz kurz hier gerade das weiter. Ah, hier sind Pillen. Leiche. Eine Leiche, hier sind noch mehr Pillen. Ach, der Weg ist versperrt. Vielleicht hier durch. Jetzt können wir hier vielleicht mal wieder sowas basteln hier. Was haben wir denn hier noch? Tools. Oh. Schulz, ich hoffe, du hast es rausgeschafft und findest diese Nachricht. Wir hatten Ärger mit ein paar Klickern, aber nichts Schlimmes. Uns ist nichts passiert. Wir haben uns hier über die Nacht verkrochen, um unsere Wunden zu lecken. Die Leichen eines längst verstorbenen Mannes wacht über uns. Eine grausame Erinnerung daran, warum wir alles tun. Diese Infektion war wirklich eine Warnung. Es ist besser, von dem zu leben, was die Erde uns schenkt, als an diesem verwesenden Chaos festzuhalten. Zachary sagt, wenn wir weiter nach Norden gehen, treffen wir in ein paar Tagen auf unsere Seferitenlager. Auf das Seferitenlager. Er nennt es Haven und sie haben alles dort selbst aufgebaut. Wenn man ihn so reden hört, ist es schwer, nicht inspiriert zu sein. Sogar optimistisch. Ich bete für deine Sicherheit. Ich will gar nicht daran denken, was Isaac tun wird, wenn seine Schläger dich erwischen. Ich warte gespannt auf ein Zeichen, dass es dir gut geht, Gray. Hast du gehört, wie sie uns genannt haben? Scars. Ich frag mich, wer all die Wandbilder gemalt hat. Und die Wolves ausgeweidet hat. Alle in dieser Stadt sind totale Psychos. Sag bloß. Scheiß auf was. Oh, wow. Okay, Leute, das sind schon wieder knapp vor 30 Minuten. Oh. Karte. Sam. Ja, ich würde sagen, wir machen hier wieder Schluss. Ich glaube, das war eine sehr spannende Folge. Sehr coole Folge. Und ich hoffe, dass es so weitergeht. Also wenn ich jetzt hier mir das so anschaue, dann schaut das aus wie das Tor zur Hölle. Aber wir werden sehen, wie es in der nächsten Folge weitergeht. Fit euch. Servus. Euer Doc.